Leichte Kost aus Fernost. Exotikatessen. Wird Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank München Süd. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Exotikatessen. Heute bei mir Paul Breitner. Paul, du adelst mich, dass du mit mir heute zusammen ein wunderschönes Gericht, ein frisches Gericht machst. Ein japanisches Gericht. Du, der viel unterwegs ist, du bist Markenbotschafter vom FC Bayern, bist heute hier, morgen da. Mhm. Und was isst du eigentlich am liebsten? Josef, ich bin jetzt schon so lange bei dir. Ja. Warum? Weil ich die asiatische Küche unheimlich mag. Ja. Deswegen genieße ich auch jede Reise, die ich für den FC Bayern oder privat auch Richtung Osten mache. Ja. Und umso schöner ist es für mich, halt ein bisschen was dazu zu lernen. Ja. Und kann man bei dir mehr lernen? Ja. Ja, danke, weil das konnte ich nicht alles. Dann machen wir einen Kochkurs miteinander. Ich mache fast jeden Samstag Kochkurse. Super. Und da kommst du mal. Oder schick meine Frau. Erst einmal. Noch lieber. Ich liebe dich. Ich glaube. Machen wir es so. Paul, pass auf. Wir machen jetzt einen Sunomono. Das ist ein wichtiger Salat. Ich sage, das ist der Wurstsalat der Japaner, ohne Wurst. Okay. Das ist nur mit Algen. Wir haben hier 5 Algen. Wir haben hier einen sogenannten Queso-Mix mit Agar-Agar, mit grüner Tosaka, mit roter Tosaka-Alge. Das sagt jetzt vielleicht am Anfang nicht so viel, aber wir werden das dann auch schmecken. Wunderbar, dass es auch aromatisch sein kann. Wir haben jetzt hier diesen getrockneten Queso-Mix, den kann man kaufen im guten asiatischen Lebensmittelläden. Mhm. Paul, jetzt wirst du mir das mal angießen, einfach mit Wasser. Hier einfach Wasser draufgießen, das dauert 3 bis 4 Minuten. Okay. Und dann ist das Ganze schon so weit, dass man das weiterverarbeiten kann. Also das saugt das ganze Wasser, das perfekt ist das. Und dann haben wir noch Gurke, die haben wir hier auch schon mal ein bisschen vorbereitet. Aber ich will von Paul Breitner natürlich das auch sehen, wie der hier die Gurken für unseren Salat weitermacht. Bittchen, Paul, du musst jetzt hier schneiden. Gut. Die Gurke da längs nach durch und jetzt eine Hälfte nimmst du, genau, und jetzt versuchst du das Ganze in Scheiben zu schneiden. Und pass auf, ja, das ist ein japanisches Messer, das ist deswegen auch so ein bisschen gefährlich, mit dem zu arbeiten, weil die Klinge einen Seitenkeilschliff hat. Das heißt, in dem Fall die rechte äußere Seite des Messers ist nach innen geschliffen. Also das heißt, es ist immer so, dass die Tendenz des Messers nach innen sich bewegt. Und da ist halt einmal bei dir die linke Hand. Du bist Rechtshänder, ich sehe das gut. Ja, wunderbar. Du, meine Frau, wenn das jetzt sieht, dann sagt es, wir daheim. Wir daheim. Hilfst du auch deiner Frau beim Kochen, deiner lieben Helga? Bei sowas schon, ja. Also wenn sie irgendwas klar geschnitten braucht, dann darf ich auch mal die Küche. Dann darf ich, weil... So die minderen Arbeiten, so Schälen von Zwiebeln und so weiter, das... Ja, diese minderen Arbeiten, ja, da komme ich ganz groß raus daheim. Da kommst du gut raus. Ja. Gut, aber spülen, das lassen wir dann schon bei der Frau, oder? Was? Das Spülen dann, das Abspülen hinterher? Na, die Spülmaschine gehört mir, wenn ich daheim bin. Also gut, du arbeitest mit Maschine. Paul, du machst das hervorragend. Jetzt gibst du das mal ein bisschen in diese Schüssel hier hinein, diese Streifen. Wir haben hier... Und zwar schon die Algen einmal eingeweicht. Liebe Zuschauer, schauen Sie mal her. Da ist auch Wakame-Alge dabei. Das sind zum Teil Grün- und Rotalgen. Jetzt, Paul, jetzt darfst du diese ganzen Algen hier hineingeben. Und jetzt sind wir schon mal in der Vorbereitung für unser Dressing. Das ist Yuzu, ein wertvolles Produkt in der japanischen Küche. Und zwar, das ist eine Zitrusfrucht. Ja? Mhm. Paul, und jetzt arbeiten wir ein bisschen aus der Hand raus. Gut. Und zwar, lass das einmal ruhig, einmal, und wenn wir aus der Hand raus arbeiten, mach es immer so, lass was über einen Löffel gehen. Das machen wir hier, genau, 1, 2, das reicht eigentlich schon, genau, weil das sehr intensiv ist von der Säure. Dann haben wir hier etwas japanischen Reisessig mitzukern. Da machen wir so 2,5 Löffel. Schau mal. Gut. So, genau. Wunderbar. Perfekt. Dann haben wir hier die gleiche Menge an Sojasauce. Ja, die geben wir hier dazu. Also zwei, zweieinhalb. Sehr schön machst du das. Ein Gefühl hat der Kerl, mein Gott. Das ist unglaublich. Paul, hast du eigentlich schon irgendwann einmal in deiner ganzen Karriere so schlecht gegessen, dass du sagst, dass jetzt kann ich nicht mehr Fußball spielen? War das einmal bei dir der Fall? Nein. Ihr seid immer gut versorgt. Jetzt machen wir da zwei machen wir davon. Okay. Wunderbar. Zuckersirup. Gut. Flüssig. Und jetzt tust du das perfekt. So. Jetzt tust du das ein bisschen durchmischen, das Ganze. Mit den Gurken. Ja. So, da darf man ruhig ein bisschen. Ja, schön.
Jetzt würde ich fast einmal sagen, Paul, wir müssen jetzt einmal ein bisschen was mit probieren, der Hand rausnehmen oder? Und probieren. Genau. Schau mal, probier das einmal, wie dir das kommt, wie dir das schmeckt. Hast du dann die gewisse Süße dann auch dabei? So? Das ist da, ja. Das ist da. Mhm. Wobei, ein, ja. Ein bisschen mehr Süßes. Okay, dann gehen wir dann hier. Nur ein Tippfall. Dann gehen wir hier hinein, bitte. Geben wir einen Tippfall dazu. Geben wir einen Tippfall dazu. Mhm. So. Okay. So, jetzt glaube ich, hat es das. Jetzt darf ich da vielleicht einmal bitte. So, mach. Aber jetzt schon. Jetzt kommt los. Jetzt kommt Lust und Spür, sagt man bei uns. So, super. Liebe Zuschauer, Paul, jetzt tust du hier noch mit dem berühmten japanischen Ober- oder Shiso-Blatt. Das gibt es hier oben so genau an diese Stelle. Da werden wir das ja schön dekorieren. Liebe Zuschauer, ist ganz wichtig, dieses Blatt hat den höchsten fettverbrennenden Wert, was ein Lebensmittel überhaupt hat. Das ist dieses Shiso-Blatt, das japanische Nesselblatt. Jetzt schauen Sie sich das einmal an. Das ist ein Paul Breitner, sein Suno-Mono-Algensalat mit Gurke. Und die reine Gesundheit. Die reine Gesundheit, und das wollen wir alle bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen und Paul, vielen Dank für dein Kommen. Gerne, das ist klasse. Leichte Kost aus Fernost, Exotikatessen, wurde Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank München Süd.